Willkommen zurück bei Estonia. Mit mir zusammen Huhun hier, Xa und Hippo. Hi. Moin. Und Coach ist verschollen im Untergrund. Nee, ich bin auf dem Berg. Oh, jetzt bin ich fast unter dem Berg. Auf dem Berg. Über den Berg. Coach ist über den Berg. Das ist gut, das beruhigt uns. Ich hol mal ein bisschen Saft. Warte mal, Koya. Ja, bitte? Ich hab dir da versehentlich ein Aluminium an den Rucksack gepackt. Ah ja, das geht? Ja. Ich wollte es eigentlich ablegen, aber... Hör auf! Ja, leg mich doch am Arsch! Das geht, ja. Ja, geht. Danke auch. Euch hole ich nochmal Strom. So, also, warte mal. Diese Biomasse verbraucht sich aber auch echt fix. Kann man da nicht was anderes drauf machen? Man kann das geht auch bestimmt hier mit Ammonium. Mit Ammonium kann man auch verbrennen. Man das kann weiß alles. Ich nicht, aber du konntest Kohle draufpacken, aber die gab es leider auch erst relativ weit unten. Ammonium geht nicht. Warte mal, konnte man das nicht wählen sogar? Ach, das ging wahrscheinlich nur bei dem mittleren, ne? Nö, eigentlich kannst du einfach alles draufpacken, was verbrennbar ist. Ich bringe uns jetzt mal ein bisschen Biomasse mit hier. Aber hier sagt er, der möchte auf jeden Fall... Ach, warte mal da. Ne. Hier sagt er auf jeden Fall, er möchte organische Ressourcen haben bei den kleinen. Ich schätze mal, bei den mittleren kannst du es dann wählen. Ja, das wäre möglich. Einmal Rasen mähen über den Berg hier. Easy. Coach? Oh. Ja? Kriegst du mal Wolframit mit? Ich suche gerade. Ja, wir gehen jetzt mal alle schön in die Höhlen gleich. In der Höhle bin ich gar nicht. Ja, Coach ist die ganze Zeit in der Höhle als einziger. Nein, bin ich nicht. Nicht? Nö, das war bin jetzt nicht in der Höhle. Achso, das ist Graphit. Aber Graphit muss doch Kohle sein, oder bin ich jetzt... Eigentlich, ja, Kohlenstoff, aber das scheint irgendwie nicht durchzugehen. Da steht nur dran, nützliche Ressource. Das ist eine nützliche Ressource, Coach. Ja, na Gott sei Dank. Oh. Ippo, wo sind Sie? Ja. Ja, an der Basis. An der Basis, hier, gucken Sie mal. Nehmen Sie sich mal raus. Ja, hauen Sie doch Drifter. Was mit Shift-Click? Geht auch, ja. Jetzt ist es natürlich voll, aber sonst kannst du mit Shift-Click einfach. Dass man einfach ablegt mit einer schnellen Taste gibt's nicht, oder? Das muss man immer rausziehen. Ja, das habe ich noch nicht rausgefunden. So, gucke. Also ich kann hier mit Shift ja alles aufsammeln hier so, ne? Klack, klack, klack. Ja, das kenne ich auch. Einfach mit F. Kann ich mit Q aufsammeln. Vielleicht auch und Shift. Ne, mit Steuerung. Ah, ich habe Zink gefunden. Zink, ja, das hat man schon. Ah, du bist jetzt in die Höhle hier rein, die direkt bei unserer hinter dem Zentrifugen-Onkel runtergeht. Genau, da bin ich gerade reingehopst. Ja, ich habe schon mal so ein. Oh, hier ist auch noch einer. Alle Höhlen besetzt. Moment. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich bleib mal hier an der Basis und sorg dafür, dass der Strom nicht ausgeht. Ja gut, ich meine, Höhlen verzeigen sich hier gern mal, also von daher kannst du auch bei mir noch mit reinhopsen. Ich gehe jetzt einfach in eine rein. Ich weiß nicht, welche du bist, die sind beide nebeneinander. Ich gehe jetzt hier mal in eine rein. Ja, einfach reingehen und schauen, wer unten rumbuddelt. Oh, halt, stopp, auf! Aufhören. Die Höhle ist schnell fertig hier. Bist du der Leitung gefolgt? Ja, die eine Leitung führt ins Leere, aber da geht's nochmal ums Eck. Da geht's nochmal ums Eck. Ich mach weiter. Oh! Oh! Das war jetzt nicht gut. Aber irgendeiner ist in meiner Nähe. Könnte eventuell ich sein. Aber ich weiß nicht, in welches Loch du gesprungen bist. Als würde ich das wissen. Das stimmt. Wenn es einer weiß, dann nicht Koya. Ah, ich sehe, warte mal. Liegen hier überall so Forschungsknubbel rum. Warum hat die nie einer gescannt? Da war alles belegt, als ich die abgeliefert habe. Was ist das? Nein, diese kleinen Dinger meine ich, diese Mini-Knubbels, die man mit F einfach scannen kann. Achso, dann höchst übersehen, weil ich habe sonst eigentlich alle. Ja, ich sag gar nicht, da drin war's. Das kann aber durchaus auch so passiert sein. Mit Stumpf freigeschaltet, mit Stumpf und Stiel. Mit Schirmscham und Melone. Mach ich alles voll mit den Dingern hier auch. Vielleicht liegen die auch nur so. Ach, da ist er ja, der Koya. Was? Wie? Ja, ich bin hier! Ich bin hier! Hol mich raus! Da. Von da oben. Noch mehr. Zack, was ist denn das für eine Ressource? Zink ist das, oder? So ein bisschen lila? Ja? Ja, das ist Zink. Ah, schade aber auch.
Ich bin schon voll mit Zink. Ich bin dann mal draußen. Ist auch noch. Wo? Warte mal. Wo warst denn du? Ich hab dich überhaupt nicht gesehen. Ja. Hier, sagt er. Hinter der Wand. Hier, sagt er immer. Ja. Ah, da. Und dann deinen Leitungen da hochfolgen, dann komme ich an, ja? Genau, und dann muss ich hier einfach hoch. Du hast auch so eine Rampe hochgebaut, okay. Ich hab mir da so eine Rampe runtergebaut, ja. Noch Forschungsknubbel. Knubbelt gar sehr. So, was ist denn hier hinten? Okay, sind auch noch. Oder? Ja, auch noch Forschungsmöppels. Möppels. Also Forschung. Ja, die wachsen ja hier überall an den Pflanzen, die Forschungsmöppels. Ja, genau. Ja. Oh. Oh. Guck mal, wir haben auch schon wieder 2,8. Kessel. Ja. Vorsicht, also, da sind giftige Pflanzen. Also, du bist gerade gestorben. Zink ja, bin gerade, dass du da instant umfällst, wusste ich nicht. Ja, wenn du zu dicht dran bist. Ja, wenn du zu nah dran bist, dann blasen die dich instant um. Ja, das sind die Instant-Pflanzen. Ja. Ja, ich mag ja keinen Instant. Ah, stehen bleiben. Ich auch nicht, was ist das denn hier für ein Zeug? Also, melde, auf dem Berg gibt's nichts zu holen. Ach, Ammonium ist das, okay. Wie kann man das hier machen? Buh, buh, buh. Du? Normal. Oh, hier wird nicht mehr entknubbelt. Dann komm du mal mit. Wie steht das jetzt? So. Aber diese Mistpflanzen, diese Drecksdinger, die lassen tatsächlich so ein Zeug fallen, ne, zum Erforschen. Ja, das und die Samen, also beides. Laterit haben wir ja auch noch mehr als genug, ne? Ja, Laterit haben wir noch. Aber kann es irgendwie sein, dass wenn man stirbt, man Zeug verliert? Ja. Ja, alles. Du musst das wieder aufsammeln. Nee, das ist weg. Also ich bin vorher auch einmal umgekippt und dann war plötzlich Das ganze Zink ist weg. Ja, ich hatte jetzt nur noch Gemisch. Also du musst deinen Rucksack wieder aufsammeln. Ja. Da fehlt trotzdem Sachen. Da fehlt das Zink. Ich war da gerade. Ich hatte ja ganz viel Zink im Gepäck, das ist da weg. Aber also bei mir nicht. Ich wollte alles wieder aufsammeln. So, was soll ich lernen? Wind oder Solar? Solar klingt irgendwie, als könnte man es eher bauen, wobei wir noch nicht ganz wissen, wie wir Glas herstellen. Ne? Jo. Also ich guck nochmal. Irgendwas einschmelzen halt wahrscheinlich wieder, aber. Also Windturbine war Glas und Keramik. Keramik haben wir ja, Glas haben wir nicht. Und ja, wir brauchen für beides Glas. Beides, okay. Für die mittelgroße Batterie brauchen wir Lithium und Zink. Ja, Lithium habe ich leider auch noch nicht gefunden. Ich weiß, das war immer relativ häufig in Höhlen. Früher, damals. Damals. Als die Gummistiefel noch aus Holz waren, aber mittlerweile. Ja, die Pinnixel sind alle. So weißt du mir es aber auch. Was denn hier noch? Mittlerer Schredder. Eisen. Eisen haben wir auch noch nicht, ne? Nee. Traktor. Kohlenstoff habe ich gefunden. Bringt uns jetzt aber nichts, ne? Nö, glaube ich, was mit dem mittleren Generator dann. Tja. Gut, Plan B wäre. Plan B wäre vielleicht, dass die Ressourcen mehr auf anderen Planeten sind und wir vielleicht schon mal so ein kleines Raumschiff bauen sollten. Naja, ja, gut, aber ich denke, für das Raumschiff brauchst du ja dann auch wieder irgendwas Besonderes, oder? Das gucken wir jetzt mal. Ich bin gerade dabei. Im Grunde hast du alles am Startplaneten. Chemielabor, was braucht man denn da? Keramik, Glas, Wolfram. Warum macht der denn die ganze Zeit gut? Atmosphäre. Ich denke, weil wir Forschung finden. Ach so. Hier, Atmosphärenkondensator, Kunststoff braucht der, mein Gott. Was ist das hier? Handelsplattform, Eisen, Wolfram, Gemisch. Mein Gott, wieso braucht man für alles Wolfram?
Redder. Es kann nicht so schwer sein, das irgendwie jetzt hier schon zu finden, weil wir können ja jetzt. Vielseitiger Kerl. Wir können ja jetzt noch nicht auf einen anderen Planeten, also. Große Rover-Sitze, Kran, großer Drucker. Chemielabor. Aber auch echt für jeden Scheiß Wolfram. Plattformlager. Das hier ein großer Druck hatten wir schon. Hier ist eine Unterkunft. Fantastisch, jetzt muss ich zurück, jetzt habe ich keine Pinupsel mehr. Da ist aber auch unter Erde ja, ich hab, Gemisch vorkommen, ne? Ich habe gerade Glück, hier ist tatsächlich direkt vor meiner Nase Gemisch. Na gut. Ah, Leuchtfeuer kann man übrigens bauen für ein Quarz. Ja, Quarz. Du sagst es. Da waren sie wieder, meine Probleme. Verpacker, was macht man denn mit einem Verpacker? Warum will man denn wieder was kannst verpacken? Kannst wahrscheinlich die Sachen wieder einpacken. Genau. Um sie dann mitzutransportieren. Dass, oder du, was, das, ja. Dass du sie dann aufs Raumschiff packen kannst und, ne? Ja, okay. Was ist das hier? Kleiner Generator. Das können wir ja schon. Was bist du, Kleines? Ach, das ist alles für den, ja. Also ich fürchte, ohne Wolfram kommen wir irgendwie nie weiter. Ja, ist okay. Müssen wir halt finden. Ich bin jetzt ja. Hier immer noch in der Höhle. Wir suchen weiter. Hilft ja nichts. Das ist ja der große Bestandteil dieses Spiels, dass man Zeug ja, finden ja, muss. Nur. Ja, ja. Ja, sonst wärst du auch zu schnell durch, ne? Also. Ja, haben wir jetzt. Also witzig, dass ja, man so eine diese Feststoffschubdüse könnten wir schon bauen, ne? Ist kein Problem. Aluminium und Ammonium haben wir. Ja, aber wahrscheinlich kannst du aber nicht die Kapsel bauen, oder? Die nötig ist. Also um diese Rakete halt letzten Endes. Wo konnte man die denn bauen? Die war bei ganz großen. Bei diesen, wenn du in diesem ganz rechts bist und dann ganz runter. Und dann eins nach rechts, da wo der Rover ist. Also wenn du dieses vierte Symbol nimmst da in diesem Reiter oben. Ja. Und dann ganz runter scrollst und dann das nächste da, das ganz unten. Kleines ist. Shuttle, zweimal Aluminium. Hubbler. Okay. Mittleres Shuttle, zweimal Keramik, einmal Aluminium. Ja, ich schätze, wir brauchen allerdings, wenn wir zu viert unterwegs sein wollen. Ja, das geht nicht mit dem Kleinen. Da brauchen wir was Großes. Ja, ja, eben. Ja gut, aber wir müssen ja nicht immer alle los. Ressourcen zu holen. Das Spiel quälen, ja. Ich hoffe einfach mal, dass sie es mal ein bisschen besser gemacht haben. Ich laufe gerade unter der Erde. Jetzt hat er sich entschieden, wie er oben lauft. Hast du noch irgendwelche Fragen zu, dass es ein bisschen besser gemacht hat? Ja, kleine Shuttle kostet auch nur 1,5 zu erforschen, ne? Diesen Schrott müssen wir doch mal irgendwie was mitmachen können, den ich hier die ja, ganze Zeit... Ja, wie gesagt, da wird sonst wahrscheinlich diesen Schrott bauen. Ja, aber der braucht Wolfram. Ja, Oh! Ich bring was mit, Hippo. Wolfram? Nö. Was denn? Besseres. Besseres? Was viel besseres, es brummt. Generator? Ja. Ui. Ich habe einen mittelgroßen Generator gefunden. Na super, gut, dass wir den erforscht haben für 2000 Points. Ja, wir müssen doch sowieso noch irgendwann bauen. Ja, alles gut. Das Problem ist nur, der hat einmal Kohle dran und ich krieg den nicht ab. Dann lass du dran. Ja, und wenn ich jetzt F drücke, statt den in die Hand zu nehmen, schaltet er den dann an. Das ist das Problem. Kannst du den nicht einfach irgendwie mit der Maus... Achso, du kannst den noch nicht aufheben oder was? Ja doch, aufheben schon, aber dann laufe ich so. Ja, und dann so in deiner Hand legen ging? Ich habe das vorhin auch geschafft, ohne auf Shift zu drücken. Ich sag ja, es geht nicht, weil dann will er dann immer anschalten. Ach doch, wenn ich Shift links klicke, nicht ja, F. Ja, meine ich ja. So, jetzt muss ich hier nur noch rausfinden, das war echt ein weiter Weg. Sag mal, Xa, was ist denn eigentlich mit dir los? Sowas findest du normalerweise. Nee. Hab ich auch jetzt irgendwas gefunden. Alte Trüffelschwein, jetzt mach mal, gib mal Gas da. Ja. Mach mal einen Tau hier. Na gut, ich lerne jetzt einfach mal die kleine Kapsel an, was dagegen nicht, finde ich super. Gelernt. Das ist...
Ja, man muss es ja diplomatisch machen. Ja, nee, finde ich auch wichtig. Finde ich auch wichtig. Ja. Demokratisch meintest du im Übrigen, oder? Ja, richtig. So, Es geht nichts über eine gute Demokratur. Wow. Ja. Ja, genau. Immer diese Demokratur. Wie lädt man eigentlich diesen Energievorrat auf? Nichts. Bitte? Dein Energievorrat an deinem Anzug. Nee, aber so einem Forschungsunterstützungsdingens. Was? Da steht dran, lade zum Freischalten internen Energievorrat auf. Ja, wahrscheinlich brauchen wir dann Batterie. Was, hast du was gefunden, oder? Da musst du einen Generator ansetzen. Guck mal, hier, Generator. Juhu, setz da drauf. Das war ja, ich hatte ja auch so eine Kapsel nicht gefunden. Da muss ich so einen Generator erstmal vor. Und dann nimm dir ab. Ja, muss ich jetzt anschalten. Dieses unfähige kleine Männchen. Ja, da steht anschalten F. So, jetzt. Ne, jetzt ist er aus. Jetzt ist er an. So, dann müssen wir regelmäßig Kohle dran schmeißen, ne? Also, Ich glaube, den kann man auch mit anderen Sachen betreiben. Hoff's. Nicht. Na gut. Ja, guck, aber jetzt haben wir wenigstens Suppe. Was ist denn das? Ja, Suppe haben wir jetzt mehr als genug, glaube ich. Ah. Der macht schon ganz schön. Laterit. Moment, das nehme ich mit. Laterit. Gut. Ja, Laterit brauchen wir jetzt leider auch nicht. Dann kann man jetzt, muss ich mal gucken, wo man dieses kleine Raumschiff jetzt baut. So, ich gehe da nochmal runter. Ich glaube, da war noch mehr Zeug mit zu mitnehmen an dieser einen Stelle. Ja. War sehr lukrativ. Gott, wo kam ich denn her? Ach, egal. Mann. Okay, in dem ging's nicht. Watch out! Wow, 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 wow. What he says? Welche Vollwurst hat denn hier diesen kleinen Drucker angeschlossen? Ich dachte mir, das sieht symmetrischer aus, wenn der auch angeschlossen ist. Ja gut, dass ich nur jetzt in ein anderes Gebäude reingebaut hätte, wenn ich das so gebaut hätte. Aber es war symmetrisch. Das ist schön. Kannst du nichts gegen sagen. Symmetrie. Noch irgendwie mal? Ach, verdammt. Ohne diese Maus da im Blick zu haben? Miss? Was ist los? Coach ist wieder gegen so eine Lanze gekommen. Oder? Nein. Nein? Nein. Ach komm, so ganz. Nee, gerade war hier bei uns die ganze Stromversorgung rot. Stromversorgung rot. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Nichts Gutes. Es ist wahrscheinlich einfach zu viel Abnehmer für zu wenig Produzent. Hm. Würde ich mal so sagen. Ja, aber ich habe ja hier gerade nichts an. Ja. Komisch. Ja, die Kohle ist alle. Auf jeden Fall. Was ist mit der Kohle? Guck mal, ob man da. Ja, die ist alle. Die Kohlen. Ja, ich bring noch mal eine Kohle mit. Die lag jetzt hier rum. Noch an der Stelle, wo ich das Ding aufgesammelt habe. Aber. Die ganze Stromversorgung bricht hier gerade zusammen. Warte mal, kann ich nicht. Wow. Hier geht's ganz schön runter. Warte mal, mittlerer Generator anschalten. Oh Gott. Weiß nicht, ob ich das will. Hier geht's tiefer runter. Benötigt Kohlenstoff. Ja, den mittleren Generator kann man scheinbar nur noch mit Kohlenstoff betreiben. Das ist schade, um das mal vorsichtig zu sagen. Warte mal, kann ich den in der Zentrifuge vielleicht herstellen? Also ich traue mich nach deiner Meldung jetzt nicht weiter in diese Höhle rein. Ja, ich kann den Graphit kann nach ich in der... Meldung. Naja, hier von wegen mit Energie und mit und, Versorgung und so. Ach so, nee, Energie ist ja nicht schlimm. Der Sauerstoff ist ja unabhängig davon. Was sagst du? Das sag ich. Du kannst mir vertrauen, Coach. Vertrau mir. Aber oh, je. Ja, siehst du, genau. Ach, hey. Ja, ne. Oh nein. Man kann übrigens mit dieser Einebenen-Funktion wunderbar so Rampen bauen, ne? Jupp. Das funktioniert richtig gut. Ich brauch Suppe.
Ja, genau. Wie gesagt. Auch sowas ähnliches wie. Talion. Loch. Wie Loch, ja. Wie war denn eine Ebenenfunktion? Steuerung drücken. Und dann einfach so, wenn du eine Schräge hast, an dieser Schräge ansetzen und die setzt er dann fort. Ach du Weiher, geht's da runter? Hast du einen Weiher bei dir? Ja, ich hab einen Weiher bei mir. Gut. Wusste gar nicht, dass es hier Wasser gibt. Tja, das ist ja. Negativ. Macht gar nichts, sagt er. Ja, bei mir macht er das. Also, wenn du die Schräge hast, Tank. Ah, ich wollte gerade sagen, ich hab den Kanister nicht. Moment. Moment, ich hab den Kanister. Alten Kanisterkopf. So. Diese kleinen Forschungsproben hier, die überall dran kleben, so, die scheinen übrigens irgendwie nachzuwachsen oder so. Achso, dann ist es ja schade, dass ich die manchmal abgerissen habe, die Stängel, wo sie dran wachsen. Ja, das habe ich natürlich auch schon gedacht, dass das. Weil ich meinte nämlich, das eine Mal wäre ich da definitiv schon gewesen und hätte das abgebaut. Yes. Ach, Bayern. Bayern hat gewonnen. Hier ist eine Exodynamics Forschungsunterstützung. Feldforschungseinheit. Füge zum Freischalten die passende Ressource ein. Was ist das denn? Ja, du musst einen Generator dran packen. Das ist fast genau das, was ich eben auch schon hatte. Achso. Aber da stand doch, er soll zum Freischalten die passende Ressource da reinpacken. Bist du dir sicher, dass er dann Strom will? Nee, sieht jetzt eher aus, als müsste ich da eine Energie hinpacken. Oh, also irgendeine so ganz schön. Ressource, ja. Also irgendwie, keine Ahnung, Gemisch. Apropos Gemisch, könnte ich langsam mal gebrauchen. Das nimmt ja gar kein Ende mehr hier unten. Ne, die hört überhaupt nicht auf die Höhle. Also, der Hammer. Ich bin jetzt auch so, also sowas von runter hier. Seid ihr in der, wo ich war? Nee. Glaube nicht. Also, vielleicht trifft sich das irgendwo, kann ich mir gut vorstellen. Also, aber die war auch riesengroß. Die hatte 1000 Abzweigungen gehabt. Aber hier unten, echt mit Zink, kann man uns hier echt totschmeißen. Oh, ich baue mal eine Rodelbahn. Eine Rudelbahn. Also man kann da was dran flanschen an die Forschungsstation, die nimmt direkt was. Okay. Ich glaube, ich brauche hier, ich schätze, man kann da. Haben diese Forschungsknubbel, also diese Ottos und so, haben die ein Dings? Haben die, kann man die. Ja, die kann man wohl draufstecken, ne? Die haben so ein Snap-Point, so ein Ansteckpunkt quasi. Vielleicht kann man dann da direkt in der Höhle forschen. Ich habe jetzt nur hier keinen Otto. Da hinten ein Otto? Da ist auch kein Otto, oder ist das ein Otto? Wo in Dreitoffels Namen? Ne, es sind keine Autos. Sind nur diese kleinen. Wo braucht man denn diesen. Dieses Raumschiff-Dingen? Einen großen Drucker dafür, vielleicht. Muss ich dafür eine Landeplattform bauen? Ne, du kannst ja auch einen großen Drucker bauen. Wette, dann brauchst du für die großen Sachen auch den ganz großen Drucker. Eine Landeplattform haben wir doch, ne? Ja, sicher. Landeplattform haben wir, ja. Eieiei, ist das gefährlich hier unten. Ja, wenn man in dieses Rutschen kommt und dann kommt auf einmal ein Abgrund oder so. Das ist so echt tückisch. Raumhaft. Übrigens lange keine Ressourcen mehr gefunden. Brach's und findet Laterit. Fantastisch. Schwierig. Huch. Es ist super völlig leid. Du müsst mir eine Sekunde geben, dann läuft das alles wieder. Auch ganz dringend, Hippo. Ohne Scheiß jetzt. Ich hab nur noch ein Drittel. Sehr gut. Gott sei Dank. Boah, das löst jedes Mal Panik aus, ey. Ich möchte da jetzt auch nicht drüber reden. Ich stell grad so ein Ding aus, so,
Wieso snappt der jetzt nicht? Und ich war gerade, weißt du, ich war gerade mal so ein Stück weg von den letzten Schnuppel, weil ich mal um die Ecke gucken wollte und dachte mir dann, na, jetzt gehst du doch mal zurück, so langsam wird der Sauerstoff knapp und dann. Ja, Ach, gucke, hier ist, warte mal, hier ist so ein Forschungsknopf. Wenn man nämlich auf die Landeplattform klickt, da ist so ein grüner Knopf. Dann sammelt der alle Startressourcen wieder ein und packt sie wieder ein. Was? Ja, das ist eine tolle Idee. Weißt du, es hätte so die ganze Basis eingepackt werden müssen. So, ja. Es war nur der Sauerstoffgenerator, der mittelgroße Drucker und die erste Plattform. Ja, alles wäre auch toll gewesen. So auch diese ganzen einzelnen Sauerstoffpnüppel, die wir aufgestellt haben. Ihr müsst. Hätten wir aber dicke Backen hier gemacht. Ja. Ihr müsst mir mal ein paar Sekunden geben, sagt er. Resource allein. The Sauerstoff you need is... Ja, das hat mich selber ein bisschen erschrocken, als das plötzlich alles weg war. Ja, sehr schön, hab ich auch einen Titel für die Folge. The Sauerstoff you need is temporary not available. Ja, sauer. Okay, also ich habe jetzt leider so gut wie gar keine Ressource hier gefunden. Das ist sehr bedauerlich. Ich bringe nichts mit aus der Höhle. Außer einen. Ach, du schäm dich doch mal. Ja, ich meine, ich könnte jetzt Laterit und sowas mitbringen, aber das haben wir jetzt zuhauf. Ich bin halt echt auf der Suche nach diesen etwas selteneren Dingern, aber nix außer Zink und Laterit, was man hier findet. Ja, mal gucken, was diese Höhle hier so hat. Ich stimme jedes Mal. Oh, ich habe Quarz gefunden. Was hast du? Quarz. Ach, Quarz. Wofür bringt Glas nochmal? Bringt uns noch nicht viel. Ach doch, oder? Für Glas. Vielleicht kannst du den dann in die Schmelze tun, dass das dann Glas ist. Das kann sein, ja. Scheiße. Das ist doch hier ein Mittel, ne? Genau. Ich baue mal einen großen Drucker. Jo, klar. Eins. Tu dich mal ein bisschen Zwang an. Tu dir keinen Zwang an, mein. Hier hoch. Gott, ist das weit mittlerweile. Also ich bin gefühlt schon auf der anderen Seite vom Planeten raus. Ja, unterschätzt man nicht die Größe des Planeten. Nee, aber es kommt einem wirklich so vor, das ist elendig verzweigt und tief, dieses System hier. So, großes Drucker. Oh, hier ist ein Otto. Ja, du kannst drauf, Otto. Wo denn? Da, wo du vorstehst. Ist das hier? Doch, das bist du doch, naja. Das ist Otto? Das ist ein Otto-Graf. Das ist ein Otto-Graf. Ich kann nur nichts. Na, warte. So, konnte gerade nicht. Gehen Sie mal da dran und drücken Sie mal Play. Play? Play. Soll ich noch drauf drücken? Drücken Sie da drauf. mach ich. Na, Vorstern, ich weiß ja, da ist man mal kurz weg und statt dass der es nötig hätte und hier ist auch überhaupt keine Energie, hier läuft ja, nichts. Irgendjemand wollte ja unbedingt wieder Sauerstoff haben. Ja! Ja, komisch! Ja, aber beschwer dich auch nicht. Weißt du, da sind wir ein bisschen altmodisch, aber. Bisschen altmodisch? Wie machen wir denn? Oh, hier 494 Punkte. Bisschen altmodisch? Das ist sauer. So, der große Generator hat jetzt wieder ein bisschen Göhle. Du wolltest wieder was erforschen? Ich habe gerade 494 Punkte da hingepackt. Ja, wir haben 6000 Punkte, haben wir. Oh, süße. Ja, ich weiß noch nicht, was gerade Sinn macht. Das ist ja das Großes Problem. Lager würde ich mal bauen. Also Lager würde ich mal insgesamt. Lager ist eine gute Idee, ja, stimmt. Auch allerdings dreimal Keramik. Kriegen wir das hin? Da drauf ein Lager. Dreimal Keramik. Also einmal muss irgendwo rumliegen und dann müssen wir mal gucken. Lehm müsste, glaube ich, noch machbar sein. So nur Lehm kann ich auch mit der Zentrifuge herstellen. Kannst du Zentrifuge? Ich kann mal gucken, ob man so ein Lehm kleines... Lehm haben wir aber auch in der Nähe im Lager. Ich schau mal, ob man... Hier ist mittelgroßes Lager, aber das braucht nur... 8 Slots hat das nur, das bringt nichts. Dann bauen wir uns gleich so ein großes Lager, also erforschen wir lieber das. Großes Lager hat... Auch 8 Slots, oder? Muss mehr sein. Ich erforsche es mal. Mach mal. Halt! Komm mal rein! Und sofort raus. Großes Lager. Freigeschaltet. Yay. So, dreimal Keramik und dann kann man uns das bauen. Der Schredder braucht er auch dieses Dingszeugs, was wir nicht haben, oder? Oder? Schredder auch? Ja, der Schredder auch. Braucht er, glaube ich, Wolfram auch, ja. Wo war denn der? Generator. Unter S.
Mittelgroße Plattform, mittlerer Schredder, braucht zweimal Eisen. Das ist der mittlere Schredder. Und den gab es auch nochmal in groß. Den kleinen gab es aber wahrscheinlich nicht, ne? Oh, da holt einer gerade richtig Beiz raus. Traktor! Aluminium, ich erforsche den Traktor. Na Gott sei Dank. So, Traktor. Oh. Und einen Anhänger erforschen wir auch. So, Anhänger. Ja, was willst du auch mit einem Traktor und Anhänger? Eben. Können wir ein bisschen Landwirtschaftssimulator hier spielen. Da fällt mir was ein. Da fällt mir was ein, ich muss weg. So, sehr schön. Hallo. Hallo. So, was natürlich so in den Höhlen schwierig ist, ist natürlich organische Masse, ne? Ja, gibt's nur ganz wenig, ab und an. Ja, da muss man ein bisschen jagen. Ja, gehen, diese Pilze geben eigentlich halbwegs. Ja, aber du kriegst nicht so viel. Das ist, Ich wink aber schon mal ganz hektisch in die Kamera. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann vielleicht mit Traktor. Wer weiß das schon. Ich hoffe es zumindest. Bis dahin, macht's gut und... Ach, ist das der große Drucker hier? Ja, der große Drucker druckt gerade ein kleines Shuttle. Sehr schön. Was aber allerdings gar nicht so klein ist, fürchte ich. Mit großem Drucker und kleinem Shuttle und tollem Traktor in die nächste Folge. Wir sehen uns. Vielen Dank fürs Kommentieren. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.